So, ihr Leute, jetzt haben wir ja wieder Vaterdach. Was macht man dann da bloß? Damit es denke leichter fällt, erstmal ein Schopper. Gut, das waren jetzt zwei. Wichtig ist erstmal, dass man seine Grenze kennt und sich selber treu bleibt. Wir könnten mal wieder den Rasen mähen. Oder der Frau bei der Hausarbeit zur Hand gehen. Oder den Zaun streichen. Oder die Hecke schneiden. Oder... Das kann man alles machen, aber heute nicht. Prost! Thank you.